Herzlich willkommen, Freunde der anatomischen Unterhaltung. Romet Hörmann und meine Wenigkeit, Hannes Stofferin, begrüßen euch zu einem neuen Video. Auf geht's! Und läuft! Wir kommen zum Tiroler Gelenk. Genau, das Kniegelenk, die ja. Articolatio. Sie merken schon, wir sind eng vergesellschaftet mit dem Skifahren. Nein, ich. Ich nicht. Ich habe früher Eishockey gespielt. Kollege Stofferin wird es noch werden, aber ja. Erst im März. Genau. Ja. Wir kommen zum Kniegelenk. Kniegelenk, transportables Dreh-Scharniergelenk. Wir haben zwei große Gelenkkörper, die hier miteinander artikulieren. Super zu sehen hier. Einerseits die Kondylen, weil wir ja zwei haben, mediale und laterale, des Femurs. Dann das Tibia-Plateau mit den Aufnahmeflächen für die Kondylen. Ja. Und wenn wir da gleich drauf schauen, schräg oben drauf, dann sehen wir haben da Menisken oder Meniszi und zweierlei. Einen halbmondförmigen medialen und einen eher runden lateral. Warum haben wir da Menisken? Das Ganze hat einen Funktionshintergrund. Dieses transportable Drehscharniergelenk ist inkongruent. Das heißt, das passt nicht so richtig zu 100% aufeinander. Würde das der Fall sein, wären wir schon viel näher bei einem Scharniergelenk. Aber ein Scharniergelenk können wir in der Bewegungsoffensive da nicht brauchen. Wir müssen Mobilität erreichen und Mobilität haben, um Skifahren zu können. Ja? Also, was kann man alles machen? Wir können Beugung und Streckung vollführen, so wie wir es hier sehen. Flexion und Extensionsbewegung. Wenn wir da Extensionsbewegung machen, gleich ganz wichtig, machen wir funktionell jetzt nicht, weil man es gut sieht. Wir haben eine leichte Schlussrotation von einigen wenigen Graden, 4, 6, 8 Grad. Außenrotation im Kniegelenk bei maximaler Streckung. Diese Schlussrotation kommt warum zustande? Die kommt bedingt durch die Form der Kondylen zustande, die Sie hier in der Frontalaufnahme ersehen können. Jetzt ist es ganz spannend, weil wenn Sie jetzt stehen und Sie machen am freien Bein eine Schlussrotation, dann sehen Sie ganz leicht, wie der Fuß nach lateral ein bisschen ausschlägt unten. Wenn ich jetzt aber auf genau dem Bein draufstehe, das heißt dann Standbein und ich strecke das Knie durch, kann ich ganz gut machen, dann kann sich aber der Fuß nicht nach außen rotieren. Ja, wo geht's hin? Die Bewegung ist trotzdem da. Das heißt, es kommt dann in der Folge zu einer Innenrotation im eben erwähnten, besprochenen Hüftgelenk. Ganz wichtig. Also, wir haben die Flexion, wir haben die Extension. Wir haben jetzt die Schlussrotation besprochen. Das heißt, wir haben, wenn wir eine leichte Außenrotation haben, auch die Möglichkeit einer Innenrotation im Kniegelenk. Und diese Innenrotation wird auch bedingt über die Form der Kondylen geleitet. Die Menisken können das bedingt mitmachen. Der mediale Meniskus ist reduziert. Warum? Weil er massiv mit dem medialen Seitenband, dem starken Seitenband in Verbindung steht. Ja, also die sind miteinander verwachsen. Zu viel an Rotation inkludiert nicht nur einen Einriss im Band, sondern auch an Schaden unter Umständen im Meniskus. Meniskusschäden sind medial viel häufiger, als sie lateral sind. Klick macht's im Gelenk. Wenn wir dann zusätzlich weiter rotieren und auf den lateralen Meniskus schauen, dann steht in vielen Lehrbüchern, der laterale Meniskus hat keine Anheftung. Stimmt nicht so richtig. Der laterale Meniskus hat auch Anheftungen an den Bandapparat, an die Kapsel mit einzelnen Zügen. Nur ist die Qualität eklatant geringer, als es medial der Fall ist. Genau. Was jetzt vielleicht noch ganz wichtig ist, ist die Position der Kreuzbänder. Sie haben die Kreuzbänder schon gelernt, Sie wissen sie, Sie kennen sie, das vordere reißt viel häufiger als das hintere, das vordere ist ein bisschen schwächer, das hintere ein bisschen stärker. Aber wichtig ist, wie sind die Kreuzbänder im Kniegelenk positioniert? Und da hilft Ihnen eine ganz einfache Beschreibung. Sie nehmen die Hände, Zeigefinger und den Mittelfinger, Sie legen den Mittelfinger über den Zeigefinger und dann legen Sie das Ganze aufs Kniegelenk. Und so stehen die Bänder im Kniegelenk. Wenn Sie jetzt dann eine Rotationsbewegung machen, wenn Sie jetzt eine
Außenrotation machen, dann werden Sie feststellen, die Bänder drehen sich auseinander. Wenn Sie jetzt eine Innenrotation machen, dann drehen sich die Bänder ineinander. Somit mehr Amplitude in die Außenrotation, weniger in die Innenrotation. Ich glaube, ich habe es vorher falsch gesagt. Ja? Also die Außenrotation ist stärker als die Innenrotation. Jetzt habe ich es nochmal wiederholt, jetzt soll es dann passen. Also Fehler korrigiert, man kann es unter Umständen versprechen. Ich hoffe, ich habe nicht getan, aber da müssen wir dann zurückspüren und schauen. Also ganz wichtig, warum? Weil die Kreuzbänder sich ineinander eindrehen oder entsprechend ausdrehen und somit dann mehr Bewegung zulassen. Wenn wir das Tibialplateau noch einmal anschauen, dann möchte ich Ihnen noch eine wichtige Information nicht vorenthalten. Und zwar, wenn wir zurückkommen auf die Entwicklung und zu den Kindern. Kinder beginnen dann nach dem ersten Lebensjahr mit 14, 15, 16, 17 Monat dann irgendwann einmal zu gehen. Und da ist ganz wichtig, das Tibialplateau ist leicht abfallend. Singulärer Gradanteil beim Erwachsenen, ein paar Grad nur. Ja? Bei Neugeborenen, da sind wir bei 17, 20 Grad, da ist das Gefälle relativ massiv. Ja? Drum können die Kinder da noch nicht gehen, weil sie auf dem Tibialplateau gar nicht stehen können. Das ist einfach biomechanisch nicht möglich. Mit zunehmendem Alter und wenn die Kinder wachsen, der Knochen wächst, dann kommt das Plateau mehr und mehr und mehr in eine transversale Richtung und irgendwann einmal passt der Winkel so weit, als dass die Kinder dann anfangen, ihre ersten Schritte zu machen. Also das Herumschleifen und Herumzerren ist nicht notwendig. Geben Sie den Kindern was Gescheites zu essen und wenn sie dann gut gewachsen sind und dann gut wachsen, dann fangen sie irgendwann mal an, selbst zu gehen. Ja? wichtig noch vielleicht, wenn wir es da noch sehen, die beiden Meniszi sind nach ventral hin über das Ligamentum transversum Genus noch zusätzlich miteinander in Verbindung stehend und stabilisiert. Und ganz vorne beschreiben wir noch eine gelenkige Verbindung des Sesambeins, des größten Sesambeins, in Verbindung mit dem Femur. Das wäre das Femoropatellargelenk. Also die Patella ist hier eingelassen in den ligamentären Apparat. Das heißt, wir haben das Ligament Patelle und wir haben dann weiterführend zum Ligamentum Patelle dann die Anheftung an die Muskelsehne des Musculus quadriceps femoris. Hallo, Frau Professor. Sie haben mich versetzt und Sie suche ich seit einer Viertelstunde, weil ich schon einen Spielschlüssel brauche. Ach so. Ja. Aber egal, wir sind fast durch. Hast du noch was gehabt? Ja, das ist ich der Text von der Patelle noch. Sie haben mich echt versetzt. Entschuldigung, wie spät ist denn, Frau Professor? Es ist, tut mir jetzt echt nicht. Sie haben gesagt, in einer halben Stunde, das war gegen kurz vor eins. Gut. Herr Dr. Stofferin, können wir bitte dem Studierenden einen Schlüssel, einen Spinnschlüssel aussenden? Ja, der muss hier oben holen. Muss ich das holen. Kassel. Aber können wir auch schon das machen. Dann machen wir das bitte eben, hoch. Weil der muss in den Kurs und der ist das erste Mal ja. Da. Nein, Leute, ich verliere jetzt die Nerven. Warum können wir überhaupt rotieren? Das ist eine spektakuläre Frage, die muss man wissen. Und das ist auch für das Verständnis ganz wichtig. Der Hintergrund ist gar nicht so kompliziert, wie es oft beschrieben ist, grundsätzlich. Wenn Sie das Kniegelenk hier nehmen, sich die knöchernen Strukturen anschauen, dann die entsprechenden lateralen und medialen Bandverhältnisse sich zu Gemüte führen und anschauen, dann werden Sie feststellen, im ausgestreckten Kniegelenk sind diese beiden Seitenbänder, das mediale starke und das eher rundliche und schwächere laterale Seitenband, gestreckt, gespannt. Die sind gut gespannt und somit schließen die das Gelenk relativ gut ab und es ist keine Rotationsbewegung grundsätzlich möglich. Je mehr Sie dann das Knie beugen und in eine gebeugte Position kommen, umso größer wird die Möglichkeit, im Kniegelenk entsprechend zu rotieren. Sowohl eine Innen- als auch eine Außenrotation durchzuführen. Warum ist das so? Warum werden die Bänder hier schlaff und locker? Und warum sind sie gestreckt fest? Das hat zu tun mit der Krümmung der Femurkondylen.
ausgehend vom Drehpunkt, an dem das Band hier fixiert ist, bis zur Zirkumferenz der Kondylen können wir hier Krümmungsradien abnehmen, Distanzen. Und wenn wir dann von einem gestreckten Zustand, von einem straffen, gespannten Bandzustand mehr und mehr beugen, so werden die Krümmungsradien hier immer kürzer. Und weil die kürzer werden, nähern sich die Gelenkskörper einander und die Bänder werden locker, Bänder werden schlaff. Und dann können sie rotieren. Sie können etwas stärker außen rotieren, als sie innen rotieren können. Das haben wir aber bei den Kreuzbändern schon mit erwähnt und besprochen, weil sie die Bänder eben außen rotieren, ausdrehen oder eindrehen. Also ganz wichtig, man kann auch das Ganze etwas anders bezeichnen, kann sagen, die Summe der Krümmungsradien liegen auf einer Evolute, dann hätten wir es auch besprochen, aber ich glaube, so ist es relativ banal erklärt. Ja, genau. Ja? Weil die Evolute ist ja nichts anderes in der Mathematik wie eine spiralförmige Figur. Und da merken wir uns vielleicht, dass eben dadurch, dass eben der Kollege Hörmann richtig und einfach vor allem erklärt hat, die Krümmungsradien oder Krümmungsradius nach hinten zu immer abnimmt und diese transversalen Achsen für die Beugung und Streckung, beziehungsweise ich muss eigentlich anders sagen, das heißt, wir haben dann eben nicht nur eine transversale Achse für die Beugung und für die Streckung, sondern mehrere, Schrägstrich unzählig viele, weil eben der Krümmungsradius, die Krümmungsradien abnehmen, während die Krümmung des Femokondyls zunimmt und deshalb eben, wie schon vorgesagt, wird der Abstand zwischen den Beinknochen kleiner, die Bänder werden schlaff. Das Einzige vielleicht noch für die Achsenbeschreibung und noch einmal zur Wiederholung eigentlich nur, die Rotationsachse, die geht nicht wie das Schwerelot durch das Zentrum des Kniegelenkes, sondern longitudinal durch den medialen Femokondyl. Dann bleibt uns eigentlich zum Schluss nur noch eines übrig, und zwar, das ist die Erwähnung und kurze Beschreibung des Femoropatellargelenks. Das heißt, das ist die Gelenksituation, die artikulierende Situation einerseits zwischen der Patella und der Femokondylen. Die Patella als größtes Sesambein des menschlichen Körpers ist hier in den Sehnenschluss in die Sehne hier eingelassen. Wir sprechen einerseits von dieser kollagenen Bandverbindung von der Patella zur Tibia hin zur Tuberositas Tibia, das wäre das Ligamentum Patelle. Ja? Und weiterführend gibt es dann von der Patella ausgehend eine starke kollagene Faserverbindung hin zum Musculus Quadriceps Femoris. Warum ist das Ganze drin und warum ist die Patella so groß und warum ist die da überhaupt mit eingelassen? Das Ganze hat einen funktionsdynamischen Hintergrund. Stellen Sie sich vor, Sie hätten hier nicht diese Gleit- bzw. Reibungsreduktion durch ein eingelassenes Sesambein mit Hyalinen-Gelenksknorpel und es wäre nur Band. Diese immense Belastung, die Sie haben würden bei einer Streckung aus 90 Grad heraus oder sogar noch tiefer, würde ein Bandapparat nicht mitspielen, der würde sich abscheuern und würde durchreißen. Also die Natur ist schlau, passt sich an die Gegebenheiten an und darum gibt es hier dieses eingelassene Sesambein. Eine andere Art eben so Belastungen von Sehnen zu nehmen oder Belastungen zu verringern, wäre sonst bei den Fingern oder auch bei den Zähnen einfach Sehnen scheiden, die eben dieses Gleiten ermöglichen. Aber hier aufgrund der Größe eben des Musculus Quadriceps mit seinen vier Anteilen bildet sich eben dann ein Sesambein eben die Patella aus. Und noch etwas, wenn man sich die Patella seitlich anschaut, dann sieht man, dass die Patella auch eine gewisse Dicke hat. Und da gibt es auch Untersuchungen dazu, dass wenn man die Patella entfernt, dass es da zu einer Kraftminderung kommt im Musculus Quadriceps Femoris. Warum? Ganz einfach, die Patella vergrößert den Abstand zwischen Muskel und Gelenksmittelpunkt oder zwischen der Drehachse oder Drehachsen des Kniegelenkes und dadurch kommt es zu einem Kraftzuwachs, allein durch diese im Verhältnis kleine Entfernung von ungefähr 30-40%. Sprich, wenn man sich die Patella wegdenken würde, wäre der Musculus Quadriceps oder eigentlich seine Sehne viel näher an diesen Drehpunkten im Gelenk und dadurch hätten wir auch weniger Kraft und die Dicke eben von der Patella
potenziert diesen Abstand zum Gelenk und führt dann auch zu mehr Kraft in der Streckung. Vielleicht noch abschließend, nachdem wir alle Parameter zum Gelenk grundsätzlich grob besprochen haben, ist noch zu erwähnen, hier finden Sie auch in Verbindung mit dem Gelenk stehend die größte Bursa in ihrer Dimension im menschlichen Körper. Das wäre die Bursa suprapatellaris, die für dieses vermeintlich große Gelenk dann auch entsprechend genügend Synovia zu einem besseren Gleitverhältnis und zur Ernährung zur Verfügung stellt. Somit viel Spaß auch beim Skifahren. Oder Eishockey. Oder Eishockey, besser. Auf jeden Fall spielen Sie nicht Fußball. Und damit sind wir am Ende unseres Videos angelangt. Romet Hörmann und meine Wenigkeit, Hannes Stofferin, bedanken sich recht herzlich fürs Zuschauen und wir möchten uns auch an allen Körperspenderinnen und Körperspendern bedanken, sowie an unsere Direktorin, Frau Professorin Helga Fritsch und auch vielen Dank an die Medizinische Universität Innsbruck und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.